Hallo liebe Weltallkinder, ich bin gerade unterwegs zu einer Goa und irgendwie lotst mich mein Handy-Navi durch den Wald, durch so einen kleinen Trampelpfad hier. Ich habe keine Ahnung, ob ich ankomme. Ich höre die Musik schon, ist dann aber knapp noch. Warte. 1,3 Kilometer. Und ich habe vorhin zwei Rehe gesehen, das war süß. Hoffentlich komme ich an und verlaufe mich hier nicht. Ich habe jetzt per Zufall einen alten Limes-Wachturm gefunden im Wald. Hi, ich bin endlich angekommen. Ich habe mich vorhin im Wald verlaufen. Was ist seitdem passiert? Ich habe mich irgendwie mit jemandem verquatscht. Und jemandem vielleicht so, keine Ahnung, meine halbe Lebensgeschichte oder so erzählt. Und jetzt werde ich gleich angemalt. Also, ich habe vorhin einen Teil geschmissen. Und ich habe jetzt ein bisschen Starbuck-Flash. Das hatte ich aber auch schon, wo ich nicht drauf war. Und ich habe vorhin jemanden Drachen aufs Gesicht gemalt und dann wollte ich das filmen und dann ist der Strom drinnen ausgefallen und es war kein Licht mehr da. Vielleicht kann ich aber nachher noch filmen. So, ein Kumpel von mir bekommt jetzt ein Bierglas auf den Arm gemalt. Es wird doch kein Bierglas. Doch kein Bier. Was? Was wird ein Herz? Oh mein Gott, wie süß. Oh, meine ganze Kamera ist unscharf. Man sieht's nicht. Kannst du mir ganz viele Herzen in verschiedenen Farben drauf machen? Ja, ist voll süß. Das ist voll kacke. Da machst du sowas Süßes und meine Kamera kriegt sich hin, richtig scharf zu stellen. Schade. Ja, was ist sonst noch so passiert? Man sieht nichts auf der Aufnahme, egal. Doch, man sieht ein bisschen was. Ich habe vorhin getanzt und jetzt will ich angemalt werden. Aber ich hatte keine Lust auf der Tanzfläche zu filmen, weil ich tanzen wollte. Deswegen habe ich dann nicht gefilmt. Ja. 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 Dennis bemalt gerade mein Gesicht. Wir sitzen eigentlich hier nur rum und labern Scheiße. Das ist lustig. Ja, und danach werde ich ihn auch noch bemalen. Hallo, YouTube. Alter, ich bin verliebt in diese Farbe. Ich wünschte, du könntest das jetzt kurz sehen, wie ich das sehe. Du stehst nur ein bisschen in der Kamera. Sieht nicht so geil aus, oder? Du wirst jetzt auch zum Künstler. Ey, du wirst lachen, du machst das Anmalen noch am meisten Spaß mit der Reihe. Ja, und so ging, ja. Durchs Anmalen bin ich auch in die Goa-Szene reingerutscht. Weil das war das Tolle, ich konnte feiern gehen und gleichzeitig malen. Das ist echt so geil. Also so zwei Hobbys kombinieren. Ja, perfekt, also. Und dann, weiß nicht, Goa ist einfach toll, man kann komplett man selber sein. Ja, genau. Ich tue gern mein Outfits übertreiben. Oh, ich habe vergessen, meine Steampunk-Brille heute anzuziehen. Die ziehe ich nachher noch an. Du darfst ja auch mal anprobieren, wenn du magst. Hattest du die schon mal an? Steampunk-Brille hatte ich nicht an. Die ist cool. Wir brauchen so lange beim Malen, dass wir gar nichts mehr von der Wirkung haben. Egal, man kann nachlegen. Oh je. Das klingt voll nach safer use. Ja, ganz ehrlich, passt schon auf mich auf. Internet. Ich bin schon voll verantwortungsbewusst. Mhm. Nee, aber ganz ehrlich, ich finde, wenn man so als Instanz beim Konsum nimmt, langfristige Selbstliebe, ist der Konsum gerade langfristige Selbstliebe? Das finde ich persönlich ziemlich gut. Du konsumierst langfristige Selbstliebe? Ja. Wie darf ich dir das mir vorstellen? Ich weiß nicht, Pep sagt mir zum Beispiel kaum noch zu. Okay, krass. Also ich wäre da auch locker hingekommen in dieser Zeit. Ich habe minimal was probiert vor ein paar Wochen und es war einfach nur widerlich. Ja. Also ich mag es nicht mehr. Ja gut, wenn du bei Pep ist halt so, wenn du wirklich eine Zeit lang wirklich viel Pep und dann halt damit aufhörst. Also wenn du wirklich viel Pep und du hast mal eine schlechte Erfahrung damit, dann hast du erstmal auch genug. Ich hatte keine schlechte Erfahrung damit. Ich habe auch nicht übertrieben. Ja, es geht mir darum, ich versuche immer weniger zu unterdrücken. Verstehst du? Ja. Und deswegen finde ich am Psychedelika so toll, weil die halt auch einen bei der persönlichen Entwicklung weiterbringen können. Also wir konsumieren gerne so, dass ich eben langfristig am meisten Spaß habe und nicht nur kurzfristig. Deswegen meine ich doch, guck mal. Also ich war auch schon manchmal durch und so, aber ganz ehrlich, je mehr ich das versuche, umso besser geht's mir. Ja. Und auch mit dem Rauchen, das ist eigentlich keine langfristige Selbstliebe, deswegen will ich auf CBD umsteigen. Das ist ja nicht bestimmt richtig.
Dennis wird zu einem richtigen Malerkünstler. Nicht Maler, Lackierer, der Malerkünstler. Dennis, hm? Bist du mein Malerschüler? Ja, schon. Ja, wie cool. Wir haben viel zu wenig getanzt, wir sitzen hier nur rum. Ich hab so viel schon und malen und... Hä? Also ich hab schon viel getanzt. Heute? Ja. Ich nicht, ich war nur vorhin mit dir kurz auf der Tanzfläche. Ich war ja vorher schon alles in... Ich will wieder rumhüpfen. Achtung. Aber das Malen hier ist so schön, ich find's so schön hier mit euch zu sitzen. Hm. Ich konnte nur mal checken, wie es so ist. Das muss nicht genau gleich aussehen. Schade, dass man nicht tanzend sich bemalen kann. Das wird ein bisschen schwer. Ey, also man macht eine Farbenschlacht. Stell dir vor, man fängt an mit Farben einmal rumzuwerfen. Das wäre völlig verrückt. Man sieht zwar nicht viel, aber egal. Ich will einfach gerade ein bisschen meine Gedanken festhalten. Ich bin auf irgendwas drauf gedacht. Egal. Ich bin einfach so stolz auf mich, was ich alles schon erreicht habe. Also, vor einem Jahr waren meine Ängste noch so krass und jetzt bin ich ohne meinen Freund hierher gekommen. Bin komplett durch den Wald alleine gelatscht, durchs Gestrüpp, über einen Bach drüber und hab einen halben Wald dabei mitgeschleppt. Und keine Ahnung. So wie als hätte ich meine Stützräder losgelassen. Und ich finde einfach so schön, wie viel Selbstvertrauen ich mittlerweile entwickelt habe. Das ist Selbstvertrauen. Ja. Selbstvertrauen ist so wichtig. Ja. Es kriegt alles hin. Hä? Es kriegt alles hin. Ja. Keine Ahnung. Ende-Gelände. Ich bin so froh, dass ich es aus so viel Scheiße rausgeschafft habe. Und ich einfach jetzt hier in diesem Moment sein kann. Und hier genießen kann. Aber ich glaube, wenn ich mit dem Levi-Stick spiele, wäre es besser. Levi-Stick ist schon lange, gell? Dennis, zeig mal deine Moves. Meine Moves? Oh, man sieht kaum was. Oh. Oh, geworfen sogar. Wie lange spielst du das schon? Dreivierteljahr. Ich habe mein Diabolo vergessen. Sonst schleppe ich es immer mit. Das ist das erste Mal, dass ich es vergessen habe. Weil eigentlich, ja, ich habe auch so was Lustiges, aber was anderes. Oh Mann, ich habe es vergessen. Scheiße. Dafür habe ich heute meinen Zeichenkram dabei. Okay, ich hole mal mein Levi-Stick. Ha? Magst du während dieses Spiels ein bisschen sagen, was Goa für dich bedeutet? Das wäre voll cool. Freiheit. Freiheit, Menschlichkeit, Zusammenhalt. Einfach das, was einen menschlich macht. Ja, finde ich das, auch. Was mal früher, das mich verarschen. Ja, das, ist glaube schwer, gleichzeitig zu sprechen und zu spielen. Nee, das nicht. Okay. Funktioniert nicht, wenn ich ein falsches Spiel. Ja, war falsch. Das, was ich früher Rofa war, einfach. Ah, warst du auch wieder Rofa? Liebe. Ja. Familie. Auch wenn ich bald in den Knast muss, aber. Ich weiß, dass wenn die Leute mir helfen könnten, würden sie. Ja. Man kann sich zum Glück auch selber helfen. Ja, das schon, aber selber helfen kannst du dir nicht, wenn das Geld fehlt. Sag ich auch. Ist es okay, wenn ich noch will? Oder ist ja, okay. Aber du kannst mir mal sagen, wie viele Follower du hast auf YouTube. Momentan 94. Süß. Ja, mach es. Ja, jetzt seit 2 Monaten. Ja gut, ich habe 52 Follower im Stream. Ich würde auch voll gerne streamen, aber ich habe gesehen bei YouTube Livestreams, dann, also ich müsste meine Kamera irgendwie als Webkamera anschließen, weil wenn ich ein anderes Gerät benutze, dann braucht man dafür irgendwie 1000 Abonnenten. Das ist voll der Bullshit. Nein.
Ja, man kann normal streamen, aber wenn man noch so ein anderes, mit einem anderen Gerät streamt irgendwie, also mit dem Handy oder so, dann braucht man mindestens 1000 Abonnenten, habe ich hier durchgelesen. Also man bei kann schon streamen. YouTube. Ja, bei YouTube. Ja. Du bist bei Twitch, oder? Würde ich sowieso nicht streamen, einfach aus dem Grund, da YouTube mit dem neuen Scheißgesetz extrem viele neue Richtlinien hat und dir ja so gut wie alles kaputt macht. Deswegen gehen doch die ganzen YouTube-Streamer gehen wieder zurück zu Twitch. Ja. Ja. Vielleicht soll ich mir Twitch mal anschauen. Also ich kenne die Plattform, aber wie man selber was streamt, habe ich mir da noch nicht angeguckt. Das habe ich mir bisher nur ein bisschen auf YouTube angeguckt. Okay, wenn du einfach mal über meinen Stream-Kanal reingehst, in meiner Infobox zum Beispiel. Darf ich gerne sagen, wie du heißt? Vielleicht interessiert es die Leute. Tyrael-LP. Oder Tyrael-LP. Musst du einfach mal schauen. Was ist Werbung? Schon. Ja, und das findest du auch in meiner Infobox. Locker dann noch einen Button namens Streamlabs. Und das ist zum Beispiel ein Streaming-Programm für Streamer. Damit kannst du alles einstellen: Alertboxen, alles Mögliche. Ein komplettes Layout damit machen. Das ist gut, dass ich das filme, dann kann ich mir nämlich mehr. Und jetzt brauche ich mir deinen Namen auch nicht mehr aufschreiben. Ich hab's hier. Ja. Das geht nicht verloren. Das ist manchmal voll lustig. Ich will am nächsten Morgen so das Video schneiden und schaue es an so und denke so, das ist passiert. Ja, also ich hatte tatsächlich manchmal schon so kleine Erinnerungslücken. Also nee, ich habe mich noch nie so komplett weggeballert, dass ich gar nichts mehr wusste. Aber so kleine Lücken waren halt schon mal manchmal da. Dann habe ich so die Aufnahme angeguckt und dachte so, ach du Scheiße. Ja, ich bin eigentlich hier seit, keine Ahnung, Stunden nur am Chillen, weil um 11 Uhr wurde die Musik ausgeschalten, weil die Veranstaltung an den Bullen verpfiffen wurde. Es war irgendwie so, dass irgendwie heute noch eine andere Veranstaltung stattfand. Scheinbar haben die Veranstaltung von der anderen Veranstaltung die hier verpfiffen. Finde ich richtig kacke. Also es gibt dann noch, also beim Outdoor-Floor läuft deswegen gar nichts mehr. Und es gibt aber Indoor noch so einen Floor, aber der ist total überfüllt. Deswegen, weiß nicht, man steht da halt kurz, nickt ein bisschen mit, aber dann will man raus, weil es einfach zu eng ist. Ja, deswegen gammel ich jetzt hier die ganze Zeit. Nachher habe ich vor, mir den Sonnenaufgang anzugucken. Ich bin mir da auf eine Wiese. Vorhin ging es mir nicht so gut. Hat er immer nachgelegt. Aber man kann tatsächlich zu verkopft sein für die Glücksgefühle. Also ich habe das von meinem Freund schon mal gehört und ich hatte das dann zeitweise auch. Weil ich, keine Ahnung, mein Ego hat mir gesagt, dass alles Mögliche, was ich tue, irgendwie scheiße ist. Also hat da irgendwie in allen so ein Wenn und Aber gesehen. Und einfach total verkopft über alles. Ja, Sorgen um meinen Freund gemacht. Ich glaube, in dem Teil hier ist 2 CB drin, aber das ist okay, weil ich merke es gerade an den Tannen, wie die aussehen. Ich meine, die sind symmetrisch, aber ich merke es gerade, ich glaube, ich habe Optik. Und was gibt es noch sozusagen? Genau. Wie habe ich den gekriegt, dass das aufgehört hat? Also es hat sich so angefühlt, das wäre tatsächlich irgendwie so mein erster Emma-Kater gewesen. Oh nein, schlecht. Auf jeden Fall, ich habe dann so gemacht, was mir gut tut. Ich habe neben meinem Kumpel gehockt und dann bin ich losgelatscht. War ich zuerst bei der Musik, weil ich gemerkt habe, mir tut die Musik gut. Also weil hier drin hat es noch zum Glück ein bisschen Musik. Das ist innen drin irgendwie. Aber das war es halt super eng, das hat mein Freund, glaube ich, auch schon mal gesagt. Dann bin ich wieder raus und bin dann zum Lagerfeuer. Dann habe ich da einfach hingesetzt und auch so mein wahres Ich gehört und nicht das, was mein Ego mir sagt. Ja, also ich habe einfach dem Ego keine Macht mehr gegeben. So Stück für Stück habe ich dann immer mehr so diese Selbstliebe wieder gefühlt. Und ich hatte auch noch CBD-Öl genommen. Weil das ja auch, weiß nicht, bei mir kamen so Ängste hoch und so. Einfach so eine grundlose, schlechte Laune.
Und ja, ich weiß halt, dass ich bei CBD da ziemlich gut drauf reagiere, wenn ich das anwende. Scheinbar hilft es auch, keine Ahnung, bei Dings, Emma-Kater. Also es kann sein, dass das jetzt irgendwie sowas, keine Ahnung, 2 Stunden lang oder so. War vielleicht ein Emma-Kater, war vielleicht mein erster Emma-Kater. Aber man kann es da wieder rausschaffen. Also klar, ich bin jetzt auch wieder drauf, aber ich habe das Gefühl, ich bin nicht nur wegen der Droge drauf, sondern davor hatte ich ja auch was konsumiert. Ich konnte aber innerlich nicht loslassen und dadurch war ich zwar verschallert, aber die Glücksgefühle kamen nicht. Aber gerade ich habe da innerlich wohl losgelassen. Also, dass ich einfach das tue, was mir selber gut tut. Mit einem Loch. Reden wir einfach weiter über Kacke, ist das okay? Was wollte ich sagen? Genau, ich habe hier jetzt voll viele Leute zusammengedingt. Das tut schon weh. Und wir schauen jetzt gemeinsam den Sonnenaufgang an. Wer tut es länger aushalten? Und was würden wir? Wie viele Leute sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um die Ehre. Um die Ehre. 9, 10, 11. Mich selber 12. Das ist voll schön. Ja, alle sind blind mir hinterhergelaufen. Obwohl ich total drauf bin. Ich weiß nicht, ob ihr das zu sehen sein wollt. Deswegen. Ja, also es ist jetzt mittlerweile mittags. Ich hatte vorhin voll den Emma-Kater. Da kam auch immer wieder Angst hoch irgendwie. Aber ich habe dann meine Vitamintabletten gefressen und voll viel CBD-Öl. Und jetzt geht es mir wieder gut. Also ich habe auch wieder Glücksgefühle. Bin halt noch körperlich ganz leicht platt, aber ansonsten ist es wieder gut. Vielleicht gehen wir nachher noch an den See. Je größer die Gruppe ist, umso langsamer ist man. Und eben hat jemand auch auf dem Weg einfach so beschlossen, seinen Schuh auf den Baum hochzuwerfen. Mussten wir alle toll warten. Fragen wir, wann wir endlich ankommen. So, Rudele, das ist mittlerweile Sonntag. Ich habe jetzt endlich mal eine Weile geschlafen. Ich glaube, ich habe einen neuen Rekord, wie lange ich wach war. Ich glaube, es waren 25 Stunden. Es gibt sicher Leute, die waren schon länger wach, aber ja. Ich wollte noch so ein paar Sachen filmen. Zum einen habe ich gestern Nacht einen Glückskeks bekommen. Ich hatte völlig vergessen, was draufsteht. Aber zum Glück habe ich den aufgehoben. Mit ihrem Mut und ihrem Tatendrang können sie zaghaftere Naturen mitreißen. Stimmt einfach voll. Ich weiß, so Glückskäse sind voll oft so geschrieben, dass die halt wirklich so zutreffen. Aber irgendwie, das passt halt wirklich voll zu mir. Und während meinem Emma-Kater habe ich, wo ist es denn? Genau, gezeichnet. Also ich habe einfach so drauf losgekritzelt irgendwie. ja, es ging mir nicht darum, dass es gut aussieht. Es sollte einfach irgendwas werden. Ich wollte mich so den, keine Ahnung, konstruktiven Teil von meinem Ego zeichnen lassen und meinen destruktiven Teil nicht zeichnen lassen. Also nur so den konstruktiven Teil Platz geben. Also es war voll schön, dass ich den selbst noch während dem Emma-Kater spüren konnte, obwohl da so voll viel Angst da war. Das hat mir auch selber auch voll viel geholfen. Ja, genau. Während der Therapie hatte ich mal so eine Zeichnung, da hatte ich so einen Mäusebau gezeichnet. Und dann lag dann ich da so drin und mein Freund, also Maus und Katze, und wir waren da so voll versteckt und hier war so der Eingang eben unter dieser Wurzel versteckt und dann war hier eigentlich auch noch so, keine Ahnung, so eine Tür, dass es verschlossen war und hier waren so Vorräte drin und irgendwie so. Und dann war noch ein spiritueller Raum mit so einem Om-Zeichen. Und ja, jetzt sieht man halt so, die Maus hat den Mäusebau verlassen, ist hier oben mit einem Fernglas und sieht Liebe und die Sonne. Und ja. Dann ist hier irgendwie noch Weltraumzeug. Ja, das Auge. Das steht für mich ja oft so für, keine Ahnung, Erwachen, Erleuchtung, sowas halt. Hier ist der Luftballon. Den kennt ihr ja von dem einem Text und von dem Festival. Da habe ich ja auch diese Metapher erzählt. Mein Hals, fuck. Dann ist hier ein Albatros. Es sollte eins sein, keine Ahnung.
aus dem Lied Sie mögen sich von Captain Peng. Hier habe ich einfach so einen Kringel hingemacht. Ich weiß selber nicht mehr warum. Ich habe einfach gemacht. Und ja, hier sind so irgendwie Lichter und eine kleine Maus, die macht Party mit einem Melonenstück. Du wisst ja sicher, für was das Melonenstück steht. Ja, und ich finde einfach, das ist voll so die schöne Entwicklung. Wie ich so vor ein paar Monaten mich selber noch so vor meinen Ängsten im Mäusebau versteckt habe. Und jetzt macht die Maus hier Party und erkundet alles. Ich finde es einfach selber so voll schön. Ja. Also demnächst werde ich wahrscheinlich noch ein Video machen, wie man MA-Karte übersteht oder wie man gar nicht erst einen bekommt. Ich glaube, das könnte einigen Leuten, glaube ich, helfen. Und ja, das ist gestern noch so passiert. Ja, ich war dann halt am See. Auf der Goa war dann auch wieder dieser erleuchtete Typ mit der Trommel. Und dann sind wir zum See alle gelatscht und dann war der einfach auch dort. Also es war voll lustig. Ja, und bei mir kommt dann immer so, weiß nicht, ich komme da immer wieder so auch auf Goas irgendwie in so Art Rumblödelphasen, dass ich einfach einen blöden Spruch nach dem anderen sag. Voll den Quark laber. Ich glaube, der Wind tut mal wieder den Ton ficken. Egal. Und was habe ich zum Beispiel? So mein Best-of, was ich für Scheiße gelabert habe. Wir sind da so zum See gelaufen. Und da war so ein scheiß Berg, den wir hoch mussten. Und ich war halt noch so völlig tot, körperlich gesehen. Also psychisch ging es mir wieder gut, aber Körper war halt so, meh. Und dann habe ich so gemeint, dass die anderen Leute so alle meine Huskies sein sollen und mich mit einem Schlitten den Berg hochziehen sollen. Und dass das eigentlich auch so voll lustig ist, dass sie das machen müssen, weil Husky-Rennen ja eigentlich voll die Tierquälerei sind. Also da sterben die Hunde auch voll oft dabei. Und dass sie das irgendwie alle jetzt verdient haben. Also ja, es kam halt immer so voll der schwarze Humor hoch. Und dann saßen wir eben am See. Und neben uns war da irgendwie so voll die friedliche Familie. So Mann und Frau, zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Und so, und mein Kopf hat mir dann so vorgestellt, wie ich dann so rüberschreien würde, so langweilig. Und ich dem einen Kind irgendwie Ecstasy geben würde. Weil ich würde sowas nie machen. Also mein Kopf malt sich nur immer wieder so eine Scheiße aus. Also keine Ahnung, mein Kopf findet manchmal asoziale Dinge lustig. Ja, und also, es war einfach ein lustiger Abend. Also obwohl es mir auch scheiße ging, habe ich irgendwie jetzt im Endeffekt voll das schöne Bauchgefühl noch davon so. Weil ich halt auch das geschafft habe, so schwierige Angstzustände durchzustehen, ohne mich dann irgendwie so zu betäuben. Klar, ich habe CBD genommen, aber keine Ahnung. Viele Leute ziehen ja dann, keine Ahnung, Speed oder so. Oder rauchen ein, keine Ahnung. Und ja, ich bin einfach froh, dass ich das ohne hingekriegt habe. Und ja, also ich bin da irgendwie auch ein bisschen stolz drauf. Also ich wäre theoretisch sogar umsonst an Speed rangekommen. Mir wollte sogar jemand ein halbes Gramm schenken. Aber ich mag Speed nicht, ganz ehrlich. Viele Leute finden, es ist vielleicht blöd, dass ich das abgelehnt habe. Aber man muss nicht alles annehmen, was man geschenkt bekommt. Ich finde, beim Konsum sollte man halt immer so, ja, auf die Selbstliebe achten. Und ja, also obwohl auf der Goa sicher 7 Stunden lang dann keine Musik mehr lief, erst morgens wieder, wegen den Cops, und obwohl da so Zivis unterwegs waren und, keine Ahnung, trotzdem immer Kater, war das so voll der schöne Abend. Also, selbst wenn es irgendwie mal scheiße läuft, es kann immer noch alles gut werden.